Ihre Seelen verfolgen dich auf ewig. Du findest keinen Frieden. Hör mich, Snake. Mein Geist wird dich beobachten. Ah, Gott sei Dank sind die Leben wieder... Die sind nicht voll, oder? Ach, Mann. Master. Snake, ich bin's. Master? Es geht um Naomi. Schalten Sie den Monitor aus. Was ist mit Naomi? Verdammt. Colonel, ist Naomi hier? Nein, sie ist weg. Kleines Nickerchen. Was ist das mit Naomi? Okay, vielleicht sollte der Colonel das auch wissen. Ja, okay, Master. Nun, Dr. Naomi Hunter ist nicht wirklich Dr. Naomi Hunter. Was? Mir kam ihre ganze Familiengeschichte unglaubhaft vor. Na, da habe ich sie überprüft. Und? Es gibt tatsächlich eine Dr. Naomi Hunter. Oder sagen wir, es gab eine. Aber das ist nicht die Frau, die wir kennen. Die echte Naomi Hunter verschwand irgendwo im Nahen Osten. Unsere Naomi muss sich irgendwie ihre Papiere beschafft haben. Aber wer ist sie dann? Ich denke, eine Art Spionin. Spionin? Ja, möglicherweise soll sie diese Operation sabotieren. Sie meinen, sie gehört zu den Terroristen? Das kann ich auch nicht glauben. Aber sie ist ein Mitglied von Foxhound. Glauben Sie, sie nahm am Aufstand teil? Ja, oder sie arbeitet für wieder eine ganz andere Gruppe. Eine andere Gruppe? Noch nicht. Verhaften Sie sie, Colonel. Was? Sie hat uns betrogen, Colonel. Wir müssen sie verhören, um festzustellen, für wen sie arbeitet. Wenn sie eine ihrer Spione ist, haben wir Probleme. Was meinen Sie damit? Nichts. Haben Sie sie in lebenswichtige Geheimnisse eingeweiht? Hat das etwas mit den mysteriösen Toten des DARPA-Chefs und des Armstech-Präsidenten zu tun? Ich habe keine Ahnung. Egal. Wir können ihr eine weitere Teilnahme an dieser Mission nicht gestatten. Halt, warten Sie. Ohne Sie können wir diese Mission nicht beenden. Ich wusste es. Sie verbergen etwas. Geben Sie mir Zeit. Ich werde Sie fragen. Beeilen Sie sich. Wir müssen wissen, wer sie ist und was sie hier macht. Ich verstehe. Snake, geben Sie mir Zeit. Ich habe keine Zeit mehr für Sie. Tschüss.